America. Was passt zu den Flügen? Schnelllich. Konditionen, Training. Die Charts sind wirklich. Was ist da hinten, die Seite? Die Seite, das ist für Schwergewicht. Man kann sich auch ein bisschen auflaufen, wenn man sich hinten vorkommt. Wir haben aber kein Problem, es sind nur drei Leute. Das wirkliche Dreck, also der Dreck. Also, das Manual haben wir natürlich auch noch in neu auf Lager, aber das gehört definitiv zur Funktion. Das Gefühl an einem Ort sein, wo man höchstwahrscheinlich das ganze Leben nicht mehr ankommt. Und darum Matthias, Stimmfrisur. Ja. Stimmfrisur. Ja, gut jetzt. Amerikaner. Ja.
Fahrerfeld, besser als Dreifahrer. Ja. Der Niagarafell ist ein bisschen grösser als jetzt hier der Rheinfell. Ja, aber nicht viel, nicht viel. Ja. Also, der Matthias hat es selber müssen zugeben, glaube ich. Er ist fast ein bisschen rausgerutscht, das kann ich nicht mehr sagen. Aber... You are fun. Alright. All right. Okay, thank you. Jetzt haben wir das Hüngerli, oder? Good. You're filming me. Ja, filmen. Ja, ja. Welcome to the United States. Thank you. Enjoy your lunch, John. Das Leben hat nicht immer ein Happy End. Wir sind leider nicht im Pizza Hut gelandet, oder? Unser Freund, der Professor für gute Ernährung, hat ein anderes Restaurant gefunden. Das ist empfohlen worden von unserem Local Guide. Und wir werden jetzt schauen, ob es wirklich etwas ist. Ja, und er hat gesagt, wir nehmen etwas mit viel Vitamin, nämlich einen Cheeseburger. Und ich als Vegetarier ohne Fleisch. Ja, ja. Durch die Hose nicht aufziehen, weißt du. Vielleicht halt die Tunte an. Klar, wir rühren jetzt Contest. Krankenwagen. Hey, das ist ein guter Ruf. Wir können sie gerade brauchen, hast du noch etwas nebendran verdienen. See you in the entry.
Das ist nordwestlich von Basel, ungefähr 1,5 Stunden weg. Die Wetter tut ein bisschen zu. Wir schauen aber, dass wir vielleicht ein bisschen mehr nördlich an die Küste führen können, sodass wir heute noch möglicherweise die Jadam runterfliegen können. Jadam ist Cape Cod, wo im Herbst und vor allem Richtung Dezember dann vor allem interessant ist für Whale-Watching. So 100 Kilo. Matthias, wie hat es gefallen? Gut, ja, super Flug, schönes Wetter. Vor allem über dem Meer, das ist sehr eindrücklich. Oh, der Tropf angefangen. Es war ein guter Flug, super. Vor allem über dem Meer haben wir starke Windböen gehabt. Das ist nicht ganz ungefährlich, ich musste dann Steuer übernehmen. Nein. Like to talk to plane, please. Okay. Whoop. Hi. Hi. Das Zimmer zeigen, das wir haben. Also das erste Mal hier ein Doppelbett. Wird heute Nacht von Dani selber gemächtigt. Und da hinten haben wir das Zimmer, wo der Professor und ich bin. Ich habe das sehr schick eingerichtet. Der Professor ist schon ausgeflüchtet, um ein Foto zu machen von diesem Haus. Wir wissen auch nicht genau warum. Aber es ist auf jeden Fall ganz toll und ganz niedlich. Und wie gesagt, meine Kamera ist ja schon griffbereit und ich werde jetzt mal als grünes Happening von der kleinen Aufnahme eine Aufnahme von Dani Bettig machen. Wir also machen jetzt eine kleine Runde durch Cape Cod. Das ist jedenfalls die Hotelanlage, die 180 Dollar kostet für uns alle. Da vorne ist die Rezeption. Wir verleihen jetzt jeden Tag einen Monika-Preis und die Kandidatin, die wir jetzt vorstellen möchten. Hier ist die Rezeption. Ja, die erste Preise. Ich mache es viel von einer TV-Station. Ich habe einen Main Street Channel Walking Guide. Thank you. Congratulations. Thanks.
Sie ist ein bisschen nervös, glaube ich. Alright. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Ich darf noch sagen, dass ihr würdige Preisträgerin und den Preis gewonnen hat. Schau, jetzt der krank sehen mit den Krawatten. Fühlt man sich so overdressed? Ja, das ist ja eigentlich kein Problem für mich. Ja, jetzt steh doch mal neben Markus an. Schön doch mal neben den anderen, oder? Steh mal neben. Ich bin ja, also jetzt kippen wir schnell. Ja, dann muss ich das anschauen, oder? Okay. Die Krawatten sieht man nicht. Die Schuhe und der Doc sind krank. Jetzt kommst du wieder mit dem Unterleibel, willst du wieder einschmeicheln, oder? Nachdem du Krawatten angehst, du Ferkel. Was für Lage? Das Wetter ist gut. Die Halbfront ist durch. Wo fliegen wir durch? Fliegen runter, die Küste runter auf New York. Hier ist genau. Long Island. Long Island vorbei. Hier ist New York International, müssen wir ein bisschen aufpassen. Maximum 500 Fuß haben wir hier. Und dann fliegen wir dahinter nach dem East River hinterher, auf etwa 700 Fuß. Jetzt sehen wir hier noch ein bisschen Wasser. East River. Dann kehren wir hin am Ende, gehen auf den Hudson River rauf. Und kommen den Hudson oben runter, gehen hier der Freiheitsstatue vorbei. Dann gehen wir schlussendlich auf Linden Airport. Das ist nachher dann da hinten, wo wir möglicherweise mit dem Zug können, ins Café fahren. Okay. That's it. We'll be right back.
wie gesagt, wenn man im Flieger sitzt, das übertrifft alle Erwartungen, die man hat. Es ist viel verreckter, als man es sich irgendwie vorstellen kann. Und auch wenn man es nachher auf dem Film anschaut, ist es natürlich deutlich schwächer. Weil einfach das Gefühl und das Feeling, das geht völlig weg. Und das ist sicher einer der ganz grossen Höhepunkte von dieser Tour. Wir sind, wie gesagt, den East River hochgeflogen, dann unten beim World Trade Center durch. Also die Postkarten-Ambiente, die man immer hat vom Fernsehen und so, haben wir gut noch erlebt. Und dann sind wir noch den East River hoch und dann bei der Liberty zurück auf den kleinen Flughafen. Und der Flughafen ist im Prinzip gerade ein bisschen das Gegenstück von New York. Total verlassen. Es ist etwa 40 Kilometer von New York weg. Und wenn man so will, sind wir jetzt angekommen am Ende von der Welt. Pass auf, gell? Wenn wir den Schlauch wieder reinbringen, ich meine, wenn du den rauskommst, muss er auch wieder irgendwie rein. Also dann würde immer noch mehr rauskommen, der Motor geht. Ist das für dich als Saudi-Bettung nicht deprimierend, dass der Professor das kann, was du nicht kannst? Jawohl, das schält mich jetzt natürlich wieder. Saudi-Bettung. Brauche ich natürlich wieder etwa 2 Tage, bis ich das verdaut habe. Wie er das technisch einwandfrei wieder löst. Er dreht einfach an dem Abend. Ich wäre jetzt einfach gar nie drauf gekommen. So, den Lest leeren wir hier auf den Boden. Okay. Und jetzt rauchen wir eine Zigarette zur Freude. Ja. Wir gehen jetzt noch zu Monika, ihrer Mutter, schnell. Ich würde sie sich vorstellen, weil wir sehen die Monika selber am weißen Haus. Ist da drin. Hi. Ist das etwas dunkel? Das ist gut. Das ist alles für den Monika, ja. Alright, so that's the number you want to call? 5566. 55? No, 566. Right. 23. Sie ist ziemlich beschäftigt jetzt gerade. 2375. Sie läutet jetzt gerade ihre Tochter an. When do you want to go right now? Right now, please. Hi. Go down to the Mattawan Railroad Station. About 10 or 15 minutes, all right? That's fine. Okay, that's fine. Thank you. Thank you. Okay. Where can stay all night? Over there, right? No. Over here. Over here? You see, there's the taxi way there. On the other side of the taxiway, you'll see pads. There? Put it over there. Make sure you tie it down. Oh, sure. We will. And before you go, I need your name and phone number where I can reach you. Okay, no problem. Just in case. You're 5255 uniform, right? That's right. Okay, that amount is $60.97. Okay, you accept visa? Yep. Great. So, okay, ich kann schon den Flieger parkieren. Mach mal. Okay, das ist also eben Mutter. Ich schreibe jetzt gerade noch Lizenz, dass wir dann können, im Weißen Haus vorbeigehen, im speziellen Büro nachher. Okay. Hi. What are you doing? Don't you? Ja? Hat er doch noch verloren, ja? Ja. Irgendwie eine Schacht abgekriegt oder so. Hast du doch noch gefunden? Wo ist der Doch? Wo ist der Doch? Wo ist der Doch? Der Doppelhopf! Ah, den sehen wir. Der hat Videos eh sinnig. Er ist viel operiert.
Er wartet immer noch auf die, bis die mal endlich auf dem Schragoli. Wir haben noch nicht einmal zum Morgen gehabt. Das ist schon in der Hälfte, was der Mensch schreibt. Ist da noch. Eine Affäre beschäftigt uns in Amerika, die nämlich zwischen dem Bill Clinton und der Monika Lewinsky. Gerade wir Schweizer haben hier wieder Gelegenheit, unser Phänomen von einem Staat gut zu machen, wir sind von unseren Dienststaatsbünden. Wir haben eine Tour unternommen für die Vereinigten Staaten von Amerika und das Landesweißenhaus zu besuchen nach dieser Affäre. Pregúntale. Haus, wir haben hier die neue Sekretärin von Kiel. Wir können sie leider nur noch von hinten aufnehmen. Sie hat einen Kaffee in der Hand. Das ist natürlich ein Vorwand, weil man weiss ja bekanntlich, dass der Bill Clinton Kaffee nicht sehr gerne hat und lieber Tee. Okay, however, so the ranger can read the date on the front of it. Okay? Thank you. Ruth Bott übrigens sehr enge Vertraute von Herrn Clinton. Sie hat ihm nämlich die Dame, die jetzt auch immer zugeführt und wird das auch heute machen. What do you think about Monica? Oh hell, I want to buy my grandson a motor scooter. I don't want to have a girlfriend. I got girlfriends. Christians have liberty. You can look at a naked woman. Christians have liberty, see? I want to put my arms on my girlfriend all night. Hold it tight, see? That's not adultery. That's not fornication. I took myself again. That's not homosexuality. Oh, you can put your arms around a naked woman and hold it tight all night. That's not fornication. And it's a good relationship between the president and Monica. Oh, he's probably not a Christian, but he's the president. Also, wir sind jetzt so wenige Meter vom Eingang von diesem Haus. Wie gesagt, Kameras und so müssen wir abgeben, hat man gesagt. Man wollte auch so nicht, dass Leute wie wir beide auf der Spur sind, nach könnten sie eine Affäre hier rumschnüffeln. Wie gesagt, jetzt kommen wir zum ersten Dekor. Wir können das jetzt mal live mitverfolgen. Der Herr ist jetzt am Funkgerät. Vielleicht kann man mit einem freundlichen Lächeln ablenken. Okay. Du musst deine Hand zeigen. Oh, ich muss meine Hand zeigen. Wie gesagt, die erste Passage ist gut gegangen mit einem kleinen Ablenkungstrick, dass ich meine Hand selber nicht eingekreist habe, haben wir ihn ablenken können. Wir sind jetzt also im ersten Teil vom Weißen Haus. Wir laufen jetzt in den Weißen Eingang hier, wo Frau Lewinsky immer hier gelaufen ist. Und wir schauen uns mal in den nächsten Sekunden, was passieren wird. Wir haben hier vorne die Tafel. Weder fotografieren noch Videoaufnahmen. Wir sind natürlich lernlich, wir machen Filmaufnahmen. Das fällt nicht unter das Gesetz, aber das dürfte die Amerikaner doch relativ schwierig sein, wenn wir sagen, das Volk ist ja nicht immer auf dem nächsten Stand. Oder der. Also wir laufen jetzt hier ins Wiese aus, wir sehen schon die ersten Bilder vom Film. Wo jetzt der Filmapparat durch eine Maschine durchlaufen war. Und die setzen wieder los. Huh?
Ja, das ist eine Hure. Also wir sehen jetzt hier ein paar Sofas, wo alle Gruppe, die etwas passiert ist. Wir schauen mal unter die Sofas. Da ist im Moment nichts zu sehen, also der Raum sollte leer sein, nur das Bild. Also wir sind hier in der Bibliothek vom Weißen Haus. Wir sind jetzt also hier im blauen Saal vom Weißen Haus. Wir müssen aufpassen, wir haben die Security. Wir haben jetzt also einen Stuhl, wo man vermutet, dass der Präsident Clinton seine Affäre draufgegeben hat. Man sieht nichts. Er hat bei der Vernehmung gesagt, dass der blaue Stuhl nicht geeignet sei. Er hätte im Weißen Haus lieber weiße Stühle für so Sachen. Wir schauen jetzt mal drunter, wo ein bisschen links gut drunter ist. Wir sehen nichts. Aber wir müssen auch aufpassen, jetzt kommt wieder ein Security-Mann. Wir gehen in den nächsten Raum. Da ist also jetzt der berühmte Sofa. Keine Spuren zu sehen. Wenn der Blick rausfällt, sehen wir nur die Yasser Arafat, wie er wartet. Vom Haus 700, die berühmteste Frau von Amerika liegt, nämlich Monika Lewinsky. Wir laufen jetzt mal an, unter dem Vorwand, wir möchten ein Autogramm oder ein Foto von ihr. Wie gesagt, einer hat gesagt, sie laufen jeden Tag hier und aus. Hi! Monika Lewinsky. Sie ist nicht hier. Sie ist nicht hier? Wer ist sie? Wir sind durch ganz Washington gelaufen, das Weiße Haus, wir haben sie überall gefunden. Und jetzt, hier in einer Russenstation, da sitzt sie ganz allein. Monika Lewinsky. Monika Lewinsky. Sie ist nicht hier.